Liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Let's Go Evoli. Nach einer gut zweiwöchigen Aufnahmepause in diesem Let's Play, dann habe ich, bis wie viel ich vorgearbeitet habe, geht es heute weiter mit dem dritten und letzten Teil der Siegesstraße. Uns fehlen nur noch 16 Pokémon. Ja, um dieses den Dex vollzukriegen. Und zwar Geowatz, Abra, Machomai, das kriegen wir hin. Ich glaube, Machomai kriegen wir auf jeden Fall allerdings. Yugon kriegen wir ohne Probleme hin. Austausch kriegen wir ohne Probleme hin. Gengar kriegen wir ohne Probleme hin. Wer hier fehlt, weiß ich jetzt gerade auf Anhieb nicht. Hier fehlt uns noch eins. Ammonitas Amoroso, das wird schwierig werden, weil wir die noch kriegen müssen. Dann vermute ich, dass hier irgendwo Aerodactyl kommt, Dracoran. Ja, es fehlen noch ein paar Pokémon, aber ich kriege es irgendwie schon hin, denke ich mal. Gut, gehen wir mal rein in den letzten Teil der Siegestraße. Ich werde dir zeigen, dass es immer jemanden gibt, der besser ist als man selbst. Einen Astrainer, und zwar Carolina. Mit einem weiteren Pokémon, was uns tatsächlich auf der Liste noch fehlt, das müsste Rossana sein, aber ich glaube, dass es Rossana ist, der uns auf der Liste noch fehlt. So, also, Kokoba ist tatsächlich ja sehr, sehr schwierig, schlecht einzusetzen. Deswegen wechsle ich auf Magma. Ha, Todeskurs, war viel. Dann geh auf Feuerschlag, mein Freund. War nicht ganz ohne. Aber ein Volltreffer durch Magma. Wie gesagt, den sofortigen K.O. von Mosada. Nächstes ist Akani. Okay, Akani, das sollte für Kabutops eigentlich nicht so das Riesenproblem sein. Müssen wir gleich gucken, wie es wird. So, wir fangen an mit Steinhagel. Das sollte eine Step-Attacke sein. Er weckt, aber er ist natürlich schneller auf Wutanfall. Mein Steinhagel verfehlt. Na gut, ich pass auf. Er bleibt bei weiterhin seinem Wutanfall. Und dann durch den Surfer noch hinterher. Dass wir das Kabuto zu verlieren. Ja, scheiße. Hat er ganz clever gearbeitet. Okay. Ja, die freut sich. Haha, ich hatte ein Wasser-Pokémon aus dem Rennen genommen. Okay. Wird aber nicht weiter tragisch sein. Moment. So. Dann kriegst du halt was anderes auf die Socken. Das ist halt nicht gut. Ich habe den Nachteil, dass meine Attacke daneben gegangen ist, mein Steinnagel. Evoli sorgt diesem Akani letzten KP noch ab. Das war ungefähr die Hälfte sogar noch, also. Mach mal, mit Level 47. Nur noch ein Golbat hinterher. Golbat ist eher was. Ne, Kokowai eher nicht. Dann eher Raichu. So. Donnerschlag auf die Socken. Tschüss, Golbat. Und weiteres Level Up für Raichu, Level 53. Und diese gute Caroline ist besiegt und gibt uns dafür 5 Hyperbälle immer noch. So, warte mal, ich muss mal gucken. Ich habe doch bestimmt noch ein paar Beleber. Das kann doch nicht sein, ob mein Kabutops down ist. Ja, die Frage ist, ob ich offscreen noch ein bisschen trainieren sollte. Aber ich glaube, ja, geht schon. Irgendwie. Wir sind mittlerweile übrigens bei dieser Folge bei Folge 50 in diesem Let's Play.
Ich muss sagen, es lief nicht immer alles rund, aber es macht Spaß. Na gut. Außerwählter Trainer, dürfen wir hier vorbei, Mann. Die Frage ist, ob wir weit wir heute kommen. Aber heute die Siegestraße zu Ende arbeiten. Weil ich denke, die Top 4, die werden wir dann in der nächsten Folge angehen. Aber jetzt erstmal haben wir einen Asträder mit 4 Pokémon. Das erste, was er hat, ist ein Elektroball. Die Frage ist, gut, Elektroball weiß ich gar nicht, ob wir das schon haben in der Liste. Das müssen wir nachher mal gucken, wenn wir den Trainer durchgehen. Ob wir doch uns weiter aufgefüllt haben. Das ist ein scheiß Donner, der ernsthaft. Der scheiß Donner, der trifft jetzt zweimal hintereinander. Ja, natürlich bist du paralysiert. Digga, ich hab doch kein Problem. Kein Bock auf da so eine Kacke. Okay, hat dann bestimmt nur noch eine Bedingung, ne? Ja. Genau, war das so. Das will ich später kaufen. Haha, dritte Attacke daneben, mein Freund. Gut, dann machen wir das auch noch ein bisschen anders. Dann gehen wir mal auf Toxin. Okay, 3 von 4 Attacken geht treffen. Und jetzt bitte nicht doch eine Paralyse. Ich setze erstmal eine Vergiftung rein, damit ich dich erstmal ein bisschen. Jetzt hör mir auf mit der Scheiße. Damit ich dir zumindest ein bisschen KP abziehen kann. Aber ich könnte auf Nidoking wechseln. Ja, das ist natürlich klar. Was machen wir dann mit dem nächsten Pokémon dafür? Guck mal, versuche ich jetzt erstmal an Elektroball vorbeizukämpfen. Und das kriegt es auch, Gott sei Dank. Also jetzt eh ausgetauscht. Jetzt kommt, pass auf, jetzt kommt was am Pokémon. Ist aber nicht tragisch. So, Raichu. Auf geht's. Gegner, das haben wir schon gesehen, das ist nichts Neues. Von Elektroball bin ich mir nicht so sicher. Ich kann mir das Elektroball noch nicht gesehen haben. So, jetzt kriegst du erstmal die einmal kurz gebrutzelte Krabbe. Und zwar instant gebrutzelt, das heißt, Gegner ist schon weg. So, die Frage, was hast du jetzt noch? Das waren jetzt 3 Pokémon, die, also 2 Pokémon davon, die hintereinander die Krokoweil nicht haben können. Aber gut, ich habe jetzt noch Kabutops in der Hand. Kabutops dürfte, ja, ist schneller als Rizeros, weil es auch für einiges leichter ist. Ich hoffe, dass es das direkt in K.O. gibt. Ja. Step-Bonus und 4-fach-Schwäche für Rizeros. Das waren eigentlich nicht viel. So, letzte Pokémon, was er noch hat, ist ein Tauboss. Ich bleib jetzt bei Kabutops. Und geh mal auf den Steinnagel. What the fuck, das Viech hat Superstrahl? Gut, das ist eine normale Attacke, ne? Das ist das Problem für dich. Na gut, das ist noch eine. Das ist klar. Du wirst eh nichts mehr gegen mich machen können. Das heißt, beim Siedewasser solltest du nicht weg sein. So, adios. So, weitere 5 Überbälle. Der zweite Arzttrainer ist auch besiegt. Ja, sieht so aus, als würden wir tatsächlich heute. Das ist Marschock, das. Marschock, 2 Meter Abstand, ne? Corona und sowas. Sieht aus, als würden wir heute zumindest die Siegestraße zu Ende kriegen. So, ich guck mal gerade Paraheiler. Ups. So, dann haben wir das hier. Einmal nochmal 5 goldene Nana-Bären, die wir uns mitnehmen. Ja, bitte. Mal den. Die Frage ist, was. Ach, der geht direkt durch. Okay. Wir gucken uns kurz da oben noch um.
Ich glaube, wir müssen mich da gleich runter. Hab ich schon besiegt? Ja. Stimmt, die haben wir schon in der letzten Folge mitgenommen. Okay. Das wollte ich, das wollte auch einmal ganz nah dran. Gut, dann müssen wir da oben jetzt durch. Ja, da unten müssen wir durch. Tschüss. Genau, um den Final den letzten Stein da reinzusetzen. Warte mal, ich muss mich gerade orientieren, wo ich da hin muss. Okay, ganz oben dran. Rizoros haben wir schon, der. Ich muss gleich nochmal in den Pokédex gucken. Wie gesagt, heute machen wir safe auf jeden Fall erstmal die Siegestraße durch.